Hallöchen, zurück hier in Minecraft PS4 Edition im wunderschönen Goldarion. Ja, letzte Folge haben wir den Tunnel ein bisschen vorangetrieben, ein bisschen gelabert. Und hier ist ein bisschen Lava zum Labern. Ah, fuck. Das war nicht fair. Das ging viel zu schnell, da konnte ich auch gar nichts dagegen machen. Hallo? Das ist nicht fair. Mann, was soll ich denn da gegen die Lava machen, bitteschön? Ja, nee, Hä? da kann ich doch gar nichts gegen die Lava machen. Was ist denn das? Das ist doch gar nicht fair. Das ist echt nicht fair. Was soll ich denn jetzt gegen die Lava machen? Da ist ja überhaupt gar kein Anhaltspunkt, kein Bezugpunkt, gar nichts. Ich kann da gar nichts reinklatschen. Oh oh. Wo ist mein Wassereimer? Schneller! Jetzt komm schon! Sacrebleu! Nein! Boah, das war knapp. Beinahe hätte es uns die Schienen weggeweht. Ja. Kein Bezugspunkt, nichts. Wie soll ich da. Wie soll ich da überhaupt irgendwie auch nur. Das ist nicht gut. Das ist sogar überhaupt nicht gut. Das ist irgendwie doof. Ah klar, da sitzt jetzt Eisen hinter der Wand. Mein Inventar ist so zugeschissen, dass ich echt keinen Plan habe, wo ich jetzt mit dem ganzen Käse hin soll. Ich muss mir mal wieder so eine Müllgrube machen. So eine Müllecke oder so. So. Pass auf, dann machen wir das jetzt mal ganz easy. Als allererstes mal erstmal wieder die Öfen hin. Dann ein bisschen Kohle reingestopft. Dann ein bisschen Gold gebrannt. Dann ein bisschen Eisen gebrannt. Wenn ich welches hätte. So, und eine Müllgrube gebaut. Für die ganzen Steine und Scheißdreck. Einfach wieder hier so in die Ecke rein. Stört da keinen. Ah ja. Ja, das stört da wirklich keinen. Da kann ich auch gleich mal Müllverbrennungsanlage machen hier. Kein Problem. Ich bin gerade am Überlegen, was wir jetzt mit der Lava da vorne machen. Ich will mich nicht schon wieder da durchbuddeln. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir drüber gehen sollten oder drunter oder so. Ob es das schafft oder lohnenswert ist, weiß ich nicht. Das muss ich erst mal gucken. Aber das können wir ausprobieren. Ei! Scheißdreck. Da ist nichts, da ist kein Bezugpunkt, gar nichts. Da kann ich nichts machen. Ich kann höchstens mal was probieren. Blablabla. Ja, das dürfte funktioniert haben. So. Es ist gar nicht so gut, wie wir das hier machen. Das ist irgendwie doof. Das ist irgendwie eine saudicke, tiefe Lava-Ader. Und da kannst du halt auch nichts machen hier. Du hast keinen Bezugspunkt, wo du irgendwas. Nicht mal einen Block kannst du da irgendwo dran klatschen. Scheiße. Du kannst da keinen Block dran machen, du kannst da nichts machen. Ich glaube, wir gehen da ausnahmsweise mal oben drüber. Das ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit, die wir jetzt haben. Jetzt brauche ich allerdings. Ach, die Karte ist ja weg.
Wieso ist meine Karte weg? Ach, die Karte ist ja weg. Ja, die ist verbrutzelt. Na gut. Wenn es nicht anders geht, wird es halt so gemacht. Dann wird halt mal ein Abstecher gemacht. Weil ich habe jetzt beschlossen, ich habe keinen Bock mehr, mich durch die Lava zu buddeln, sondern wir gehen jetzt wirklich den direktesten Weg. Also, nee, nicht den direktesten Weg, aber wir gehen einfach diesen Weg hier weiter. So, ich muss erstmal gucken, wie weit die Lava überhaupt noch geht. Anscheinend sehr, sehr weit. Was ist denn das für ein Geräusch gewesen? Oh, jetzt hat es gerade geleckt. Ich höre hier komische Geräusche. Hier ist irgendwo so ein Mini-Zombie, glaube ich. Ich habe diese Mini-Zombies ja schon mal gesehen. Die sind irgendwie skurril. Jetzt probiere ich einfach mal irgendwie hier. Wieso war mir das eigentlich jetzt schon wieder klar, dass da wieder. Warum? Alter, finde, das ist ja nicht mehr normal hier. Ich würde ja gerne mal nachgucken, wo der Kleine ist. Der kleine Freund. Ich höre ihn, er ist ganz in der Nähe. Ich weiß nicht genau, wo er ist. Aber wie gesagt, ich möchte mich damit auch nicht befassen jetzt wirklich. Ich habe gesagt, wir ziehen das jetzt durch. Und das mache ich jetzt auch. So, hier dürfte die Lava. Ich sag nichts. Ich habe eigentlich gedacht, die Lava wäre dort vorbei. Nein, ist sie nicht. Es geht immer weiter und weiter. Und weiter. So. Ist ja jetzt auch irgendwie ein bisschen ungut für mich. Ich sehe gerade nicht. So. Ungut in dem Sinne, weil, so. Ja gut, jetzt kann ich eventuell. Oh, dieser Kies. So. Hallo? Hallo? Hallo, hallo. Au! Au, Doppelau. Wo ist mein Schwert? Nicht mit mir, Freund. Von euch finsteren Unholden habe ich genug. Das ist ja gar nichts. Hier ist dunkel. Hier ist noch dunkler. Gold, Eisen. Ich lasse es. Ja. Wenn wir es brauchen, dann ja, aber im Moment ist es nicht so dringend, dass ich sagen würde, ja, das brauchen wir jetzt, das nehmen wir mit. Nee, so ist es eben nicht und deswegen, boah, das ist der Pfeiler, also echt, ey. Und deswegen lasse ich es einfach. Ja. Ich mache einfach den Eingang hier zu. Jetzt wäre ich da beinahe reingefallen. Ja, schöne Scheiße gewesen. So,
Ich mache nämlich den Eingang einfach zu und lasse es, wie es ist. Weißt du, so auf die Art, nichts gesehen, nichts gehört. Weil ich muss immer noch gucken, wie wir jetzt hier vorbeikommen. Mensch. Ich muss ja quasi auf der einen Seite hoch, auf der anderen Seite wieder runter. So, ich brauche nämlich ein paar davon, aber ich habe jetzt gerade gar keine Steine mehr. Das heißt, ich muss erstmal wieder Steine klopfen, bevor ich überhaupt irgendwas machen kann. So, probieren wir einfach mal ab hier wieder tiefer zu gehen. Ja, Glück haben, klappt es ja. Da ist halt mal eine kleine Brücke drin, die halt hoch und runter geht. Wollte ich zwar eigentlich nicht unbedingt, aber ist ja egal. Wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. Ich muss nur gucken, dass wir wieder auf dieselbe Höhe kommen. Ich weiß so gerade gar nicht. Ich muss mal gucken, wie viel Block tiefer müssen wir denn? Eins, zwei, drei. Drei Block müssen wir tiefer, okay. Das heißt, eins, zwei und dann noch einen Block tiefer. Drei, so. Jetzt sind wir wieder auf der Höhe, wo wir sein sollten. Also gehe ich mal von aus. Gut. Jetzt brauche ich ja wirklich erstmal ein bisschen Stein. Weil dann kann ich nämlich was machen. Und dann gucken wir mal weiter. Halt. Da kann weg. So. Das da mache ich auch nochmal neu. Gut, ich brauche Stein. Dann kann ich nämlich ein paar davon machen. Das dürfte reichen. So. Oh, Mensch, mein Hals bringt mich heute um. Also gucken wir mal. Da geht's dann so. Und hier. Warte mal, das ist zu nah. Das ist ein zu nah. Mi. Das ist mir zu nah. Ein Tsunami. Ha. Ich weiß, der war schlecht. Aber naja. Wie schaut's denn hier aus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na gut, den hier müsste ich da mal ersetzen, weil da braucht man nämlich wirklich ein bisschen Schmackes, um hier hochzukommen. Es sind zwar nur drei Block, aber ist ja Banane. So, 1, 2, 3. Deswegen muss ich das hier ein bisschen separatieren. Das hat jetzt nichts mit den Separatisten zu tun. Apropos, freut ihr euch eigentlich auf den neuen Star Wars-Film, der kommt? Ich bin da so ein bisschen gemischt, sag ich mal. Also ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Das passt sogar ganz genau. Das heißt, ich brauche hier keine Boosterschiene, aber dafür dann hier unten. So. Oh, ich sehe schon, wir sind schon wieder ein bisschen am Limit. Am Lö-Limit. Aber das ist ja halb so wild. So, jetzt mal gucken, ob das passt. Der ist da muss noch weg. Die da auch. So. Gut. Nee, weil ich möchte mir ja nicht den Kopf stoßen, wenn ich hier runterrase mit 300 Sachen. So, das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder ein paar Schienen machen. Ansonsten können wir nämlich nicht wirklich irgendwas machen. Ich brauche erst wieder ein paar Schienen. Und dann muss ich vielleicht doch da vorne in die Höhle rein und mir das Eisen und das Gold besorgen. Ja, das könnten wir tun. Und jetzt habe ich die Boosterschiene falsch gesetzt. Ja. Supi. Ich habe aber auch immer ein Glück. So. Gut. Alles klar. Dann sage ich erstmal Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Und wir sehen uns dann bald wieder. Hoffe ich doch. Ja. Also, haut rein. Bis denn erstmal. Sorge ich. Macht's gut.